Was geht, Pokéfans? Mein Name ist Max und willkommen zu einem weiteren Cards by Mail Opening. Es ist wieder mal Zeit für ein neues Video mit neuen Tauschkarten und das beginne ich sehr gerne mit dem folgenden Brief. Meine liebe Freundin, die Leni von Pokélove TCG, hat mir ein wahnsinnig cooles Paket zusammengeschnürt. Wir haben uns über das letzte Video von mir unterhalten, wo es ja darum ging, dass ich XY12 vervollständigen möchte und sie hatte einige Karten übrig. Das heißt, wir werden jetzt auch heute ein riesen Paket öffnen, das auch wunderschön gemacht ist, hier mit Mew, ihrem Lieblings-Pokémon an dieser Stelle. Oh ja, fängt schon gut an. Drei richtig gut zusammengeschnürte Kartenpakete. Wir haben einen Stift bekommen. Der scheint von so einer kleinen Promobox zu sein. Vielleicht wisst ihr genau, aus welcher Box das ist. Schreibt mir mal in die Kommentare unten. Und wir haben hier ein kleines Wappen, was wir uns irgendwo drauf nähen können. Das ist vielleicht eine Idee für einen Rucksack oder für eine Tasche. Könnt man das mit drauf machen aus der Pokémon-Liga. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit euren neuen Karten. Beste Grüße, Leni von Pokélove TCG. Evoli, Plusle, Minun, Lucario Holo, ein Fukanos Legend Maker, Arcani Reverse Holo, Hydropi EX Crystal Guardians, passend dazu das Flamly und tatsächlich auch das Gekkabor. Sweet, hier ein Latios und das passende Latias, ein Almighty Charizard. Oh, Lieutenant Search's Jolteon, das hat mir noch gefehlt für meine Sammlung. Geil, vielen Dank. Und Sabrinas Gengar, der Kollege hat auch noch gefehlt. Das sind kleine Extras hier gewesen von ihr. Danke, danke, danke. Neue Karten, selbes Spiel. Tauros, Pinsir, Mewtwo, 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 Giovanni, Shaman EX, Keldeo Promo, Landorus Promo, Tornados EX Full Art. So, weil es Spaß macht, machen wir genauso weiter. Eine Metallenergie Holo, Wartung, Glumanda, Yugong, Garados, Elektroball, Nebula. Mew, Bieber, Machumal Turbo, ein wunderschönes Taubos EX Full Art, gefolgt von einem mächtigen Mega Glurak, ein Bisaflor EX und das passende Mega Bisaflor EX. Absolut Hammer, so viele Karten, die gefehlt haben. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an dich, Leni, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, die ganzen Karten durchzuschauen und genau dieses bombastische Paket zusammenzustellen. Und weiter geht's. Wir haben wieder ein paar Briefe am Start. Es sind drei hier. Wir haben einen vom Konstantinos, wir haben einen vom Lukas und wir haben einen vom Dimitri. So, vom Costa haben wir schon mal was gekriegt, vom Costa Cordalis. Ihr wisst Bescheid. Kein Sänger in dem Fall, sondern ein Kfzler. Wir haben hier wieder was aus seinem Ausbildungsbüchlein gekriegt oder von seinem Gehefte. Damit die Batterie nicht dauerhaft belastet wird, werden einige Steuergeräte nach gewisser Zeit von der Spannungsversorgung getrennt. Man spricht dabei von einem Sleep-Mode oder Ruhezustand der Steuergeräte. Zum Beispiel werden das Radio oder die Innenbeleuchtung nach gewisser Zeit automatisch abgeschalten. Ausnahmen sind die Steuergeräte, die für die gesetzliche vorgeschriebenen Funktionen wie die Außenbeleuchtung zuständig sind. Also das ist den meisten, denke ich, bekannt. Also Leute, die Auto fahren, ja, haben das schon sicherlich gemerkt, dass irgendwann einfach die Lampen ausgehen, spätestens wenn man einsteigt oder losfährt. Für die Leute, die sich ein bisschen mehr für das Thema interessieren, werde ich euch gerne unten in der Videobeschreibung ein kleines Tutorial da lassen, das vielleicht der Costa mal für euch machen will. Oder auch nicht. Wir haben drei Karten bekommen, hier drei Kartenpakete. Zwei davon kann ich mir erklären, das dritte nicht. Das macht Sinn. Ja, genau, das Elektroball haben wir noch gebraucht. Wir wollen ja ein Electrode und Raikou-Deck bauen, also hier mit Elektroball. Das dritte Paket, wie gesagt, weiß ich jetzt nicht genau, wie ich das zuordnen darf. Es sind dann in dem Fall ja Extras, aber was er uns da eingepackt hat. Wir drehen den Stapel um und sehen einmal, hier kommt Team Rocket. Auch eine neue Karte aus dem Set. Sarganabis, ein Almighty Tohaido. Also Tohaido ist echt ein mieses, fieses Teil. Und einmal Hundemon. Und Hundemon geht direkt an die Niki. Vielen Dank dafür, Costa. So, jetzt gibt's auch mal wieder eine Code-Karte für euch. Diesmal aus dem Set Turbo Start. Löst den Code einfach im Online-Spiel ein und lasst mich wissen, was ihr gezogen habt. Lukas Luke Skywalker. Tatsache, hatten wir auch schon mal hier. Mal schauen, was er uns diesmal schickt. Hey Pokémaxi, danke mal wieder für den Tausch und ich hoffe, er bringt dich weiter, das Set zu vervollständigen. Sorry, dass der Brief so lange gebraucht hat. Meine Schuld. Nicht so schlimm, Kumpel. Alles cool. Ein großer Stapel mit Karten, die ich jetzt auch wieder hier nicht zuordnen kann. Inkay, Level Max. Ein Drachenball. Scraggy. Juror. Roller Skates. Xeros. Schafer. Brandenergie. Siberio. Pikachu. Hier, aus diesem Adventskalender. Und ein sehr süßes Feuerriegel. Ein fliegendes Pikachu. Auch eine Übernummer. Genauso wie hier kommt Team Rocket vom Costa. Starmie Reverse Holo. Dodo Reverse Holo. Einmal den Beleber Reverse Holo. Smogon. Und ein Quapsel. Puffy. Gelatropo, Kindwar, Mehikel, das ist so süß.
Ein Raichu. Und ein Wazzap. Das ist natürlich nice. So, und die letzten Karten sind in einer mega Simsala-Sleeve, die auch sehr nice ausschaut. Ein Tangela aus dem neuen Set. Und ein Lugia Break. Wie nice. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Flash of Destruction. 150 Damage. So, der letzte Brief für heute. Einer ist noch bei der Post. Den muss ich morgen abholen. Der letzte Packen kommt jetzt vom Dimitri. Oh, fuck, Leute. Das wird echt geil. Wir haben erstmal hier 3 Karten bekommen und eine Codekarte. Die Tinbox Kampfherz Pikachu, auch wieder eine Codekarte für euch. Also ab ins Online-Spiel, versucht den Code direkt einzulösen, da bekommt ihr nämlich was ziemlich Cooles. Einmal das Dragoran X aus dem neuen Set, dann ein Hornlew Reverse Holo und das Turtok EX aus dem Set. Und ich hatte euch ja gesagt, es wird richtig cool, denn er hat mir noch geschrieben, hey Maxi, ich habe da noch so ein paar Booster übrig, die ich irgendwie nicht brauche. Oh yes, Dampfkessel, let's go. Man muss dazu sagen, dass er die Booster schon aufgemacht hat und nicht so zufrieden mit dem Inhalt war und gesagt hat, Maxi, nimm's doch einfach für dein Video. Das heißt, wir haben auch hier wieder eine Codekarte, die gebe ich gerne natürlich auch an euch wieder raus, jetzt aus dem Set Dampfkessel. Vielleicht zieht ihr ein Volcanion X im Online-Spiel, das wäre natürlich fett. Anorit, Ninja-Junge, Galoppa, Arctiv, Tarnpingyong, Mankey, Shalelos, Kapuno, Loifoi Reverse Holo und ein Yamega Nexa-Up. Schicksalsschmiede, die Stärke-Energie ist direkt am Start. Energietasche, Yugong, Bronzer, Kabuto, Bitora, Mauzi, Pummeluff, Riolu, Bronzel. Weiter geht es mit einem Turbo-Fieber-Booster, Psycho-Siebter Sinn, Elevolte, Lorbla, Branawa, Psiaugon, Samurzel, Anton, Psiau, Fukano, Mushas. Und das letzte Booster ist wieder eins aus dem Set Dampfkessel. Tangela, Glibunkel, Otaro, Merrill, Ponita, Geronimatz, Arctilas, Dartignis, Schilterus, die Spezialaufladung. Schade, dass jetzt nicht die Mega-Ausbeute für dich drin war. Was ist los? Man muss auch mal Pause machen. Bei den ganzen Briefen, die da kommen. Ist euch aufgefallen? Ein bisschen leer da hinten? Wir räumen ein bisschen um. Sonst alles cool bei euch? Es gibt echt viele Videos auf YouTube, wo Leute einfach essen. Und Leuten gefällt das. Dann machen wir weiter. Es sind 2 Briefe am Start, die letzten für das CBM. Einmal aus dem schönen Belgien. Und wir haben wieder einen Brief von der Nicole bekommen. Ein Nidoqueen, eine etwas ältere Karte, wie es ausschaut. Kenne ich nicht, aber okay, cool. Die eigentlich wichtige Karte ist diese hier. Und sie ist nicht in einem sehr guten Zustand. Das sage ich schon mal vorab. Aber es geht darum, dass ich die Karte prinzipiell einmal besitze. Optimieren kann man das immer noch. Es ist nämlich ein Gekkabor Goldstar. Wir haben ja schon das Hydropi, ja, alle Karten auf Englisch bis jetzt. Es fehlt also noch das Flamly, das Torchic. Bis jetzt ist es aber für mich einfach wichtig, dass der Kollege mit zu seinem Freund Hydropi in den da hinten jetzt liegenden Max Rarity Binder kommt. Dann schauen wir uns gleich den letzten Brief an und zwar von der Nicole. Oh, die sind echt süß. Wir haben Flammiau, Bautz und Robball. Ich habe mich tatsächlich beim Spiel für das süße kleine Bautz entschieden, weil es echt interessant wirkt und vor allem die letzte Entwicklungsstufe. Ultra geil. Und einen kleinen Fennekin-Coin. Vespiqueen, Reverse Holo. Ein weiteres Vespiqueen, ein Vileplume und eine Kampfenergie-Holo aus dem neuen Set. Porygon, Porenta, Nidorino. Rino, Yugong, Kokuna, Hornlew, Raupi, Hyperball, Hyperball, Sycamore, spielbare Trainerkarten hier, Platan, Versus Seeker. Das war's dann vom Cards by Mail Opening. 56 war das jetzt tatsächlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann drückt da bitte unten auf den Like-Button, dann weiß ich es. Schreibt mir was Cooles in die Kommentare und wenn ihr neu dabei seid, könnt ihr unten links auch noch auf den kleinen roten Button drücken und meinen Kanal abonnieren. Heißt, ihr verpasst auch die nächste Folge nicht und ich freue mich wie immer schon auf die nächsten Tauschkarten. Wie gesagt, wenn ihr Bock zu tauschen habt, schreibt mich an. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Deck-Profile-Live-Match. Ja, für morgen habe ich was vorbereitet. Nicht vergessen einzuschalten. 18 Uhr, nehmt euch ungefähr eine Stunde Zeit. Spoiler, es gibt nämlich ein bisschen mehr zu sehen. Also Freunde, bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Spielen. Macht's gut. Heute sagt euch Gekkabor mal, haut rein. Ciao, ciao. Dragoran EX Full Art. Geil, absolut geil. Ich habe euch ja in der Review schon gesagt, dass das mit Abstand das derbste Teil ist. Schaut euch einfach mal dieses Pokémon an.